Bevor es nun losgeht mit dem Thema dieses Kurses, der Abschreibung, möchte ich erstmal ein bisschen wiederholen. Ich kaufe Anlagevermögen ein und dann ermittle ich die Anschaffungskosten. Und die sind wichtig, um Abschreibungsraten berechnen zu können. Dazu braucht man die Anschaffungskosten. Und das ist genau das Ziel dieses Films. Ihr sollt hinterher erklären können, was man unter Anschaffungskosten versteht. Ich beginne mit einem Einführungsbeispiel. Ich sehe, das ist erstmal so ein bisschen größere Aufgabe und da schaue ich erstmal auf den Arbeitsauftrag, überfliege die also und lande hier unten beim Arbeitsauftrag, sprich, was soll ich überhaupt tun? Hier steht, buchen Sie den Kauf. Das heißt, ich soll einen Einkauf buchen und jetzt gucke ich erstmal nach was. Eingekauft wird ein Firmenwagen und hier steht der Preis. Und da unten steht Netto. Alle Preise verstehen sich netto. Das heißt, es ist ein Nettopreis. Und da kommen noch 19% Mehrwertsteuer obendrauf. So, und dann gibt es noch mal was. Der Autohändler bietet dem Unternehmer an, für 144 Euro alle Formalitäten für die Zulassung des Wagens auf seinen Namen zu erledigen. Und der Unternehmer sagt, ja, ich habe gerade so viel zu tun, ich zahle das dem Autohändler, das ist mir die Sache wert. So, und jetzt ist es folgendermaßen. Anschaffungskosten sind alle diejenigen Kosten, die nötig sind, um einen Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Im Klartext, man darf nicht mit einem Firmenwagen herumfahren, der keine Zulassungspapiere hat. Folglich gehören jetzt die 144 Euro zu den Anschaffungskosten hinzu. Das heißt, ich muss diesen Wagen mit 20.000 Euro in ein Aktivkonto buchen. Das passende Aktivkonto, das heißt Fuhrpark 0840. So, dann was euch schon in Fleisch und Blut übergangen sein sollte, das ist die Vorsteuer kommt drunter, also die Mehrwertsteuer kommt als Vorsteuer drunter, 3.800 Euro, an Verbindlichkeiten auf Grundlieferung und Leistungen 4.400 als Nummer und 23.800 Euro. So, jetzt ist erstmal diese Buchung hier fertig. Ja, abschreiben können wir immer noch nicht, weil da kommt nämlich noch was nach. Der Unternehmer zahlt nämlich unter Abzug von 4% Konto per Banküberweisung auf den Gesamtbetrag. Das heißt, es wird eine Skontobuchung fällig. Schlussfolgerung, wir bezahlen für diesen Firmenwagen 800 Euro weniger. Netto, versteht sich, und damit betragen die Anschaffungskosten 19.200 Euro. So, und was wir uns auch dazu merken, die Mehrwertsteuer spielt bei den Anschaffungskosten überhaupt keine Rolle. Das sind immer Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Und dieser Betrag jetzt, diese sogenannten historischen Anschaffungskosten, die sind die Grundlage für die Berechnung der Abschreibungsraten. Und dazu erstmal im nächsten Film.